Das hier soll kein arrogantes Predigen sein. Es gibt in der nachfolgenden Liste wortwörtlich keinen einzigen Punkt, dessen ich mich nicht selbst auf unzählige Arten und Weisen schuldig gemacht habe. Doch reifen sollten nicht nur Bananen. Ich möchte von schmutzigen Debattentricks und dümmlichen Trugschlüssen sprechen, die heute einen überwiegenden Teil der Kommentare und virtueller Dogfights und Streitgespräche in den sozialen Medien ausmachen. Unfaires, antiintellektuelles und komplett unmoralisches Diskutieren ist nichts, das man nun mühsam suchen müsste. Man braucht nur einen beliebigen kontroversen Thread in Facebook oder Twitter aufzurufen und schon hagelt es von allen Seiten an Denkfehlern und unfairen Kunstgriffen. Es ist ohnehin ein wenig absurd, dass ich an dieser Stelle Tricks und Denkfehler im Rahmen derselben Betrachtung präsentiere. Aber das Problem ist heute natürlich, dass wir einen Punkt erreicht haben, an dem eine klare Trennung zwischen unabsichtlichen logischen Denkfehlern und einer absichtlichen Verwendung dieser Denkfehler nicht mehr machbar ist. Ich fasse die vorliegenden Denkfehler, Methoden und Kunstgriffe in vier Hauptgruppen zusammen. Und das ist meine persönliche Art, mir hinsichtlich eines solchen Themas Ordnung zu verschaffen. Das ist nicht der offizielle oder akademische Kanon, nach dem diese Techniken und Fehlgriffe sortiert werden. Ich bin sicher, dass Philosophie- oder auch Jurastudenten, die Logik durchnehmen, eine ganz andere Grundkategorisierung besitzen. Aber das hier ist auch keine Facharbeit. Somit, die vorliegenden vier Hauptcontainer sind nur mein eigener Ansatz, um die Fülle aus Trugschlüssen für mich besser zu sortieren. Ob ihr dem etwas abgewinnen könnt, kann ich nicht beurteilen. Ich bezeichne die vier Kategorien als A. logische und absichtliche Denkfehler, B. Ablenkungen, C. falsche Zusammenhänge und D. Generalisierungen. Ich behaupte, dass man innerhalb dieser vier Kategorien 99% allen Blödsinns und 99% aller Logikfehler zuordnen kann, die einem im digitalen Alltag so begegnen. Fangen wir also mit dem ersten Bereich an, logische und absichtliche Denkfehler, und beginnen gleich mit einem echten Klassiker. Numero 1, non sequitur. Non sequitur, lateinisch es folgt nicht, ist vermutlich der häufigste Logikfehler in Diskussionen und Online-Kommentaren. Hierbei geht es darum, dass eine Aussage nicht wirklich aus der ursprünglichen Prämisse abgeleitet werden kann. Und doch wird es häufig gemacht und dabei auch noch so getan, als wäre es die natürlichste Sache der Welt. Nehmen wir ein Beispiel durch und analysieren es, indem wir es in drei Sätze zerlegen. Eine ursprüngliche Prämisse, eine Aussage und eine Ableitung. Erstens die Prämisse. Wenn ich ein Spanier bin, dann muss ich ein Europäer sein. Zweitens die Aussage. Ich bin kein Spanier. Drittens die Ableitung, also kann ich kein Europäer sein. Das ist natürlich absurd und ein Trugschluss, denn ich könnte ja ein Franzose sein oder ein Niederländer oder ein Slowake oder ein Schweizer. Es ist offensichtlich, dass die Menge Europäer der Menge Spanier hierarchisch übergeordnet ist und somit Aussagen, die bei Spanier zutreffen, unmöglich bedingungslos auf die übergeordnete Gruppe angewendet werden können. Der Fehler liegt darin, darauf zu beharren, dass die Menge Spanier und die Menge Europäer identisch ist. Das ist ziemlich leicht zu verstehen. Aber das liegt vor allem daran, dass hier die Bedeutung der Begriffe klar umrissen ist. Wir kennen die Geografie von Spanien und die Geografie von Europa. Die mangelhafte Logik wird also sehr schnell sichtbar. Dennoch gibt es Zehntausende unlogische Non sequiturs, die von den Leuten nicht so schnell identifiziert werden, obwohl sie eine sehr ähnliche Struktur besitzen. Hier ist ein recht abwegiges Beispiel. Eine Frau mit dem Twitter-Namen Elena Sunhair hat diesen Tweet gepostet. Ich übersetze simultan. Ich wurde noch nie vergewaltigt. Und weißt du warum? Weil ich mich nicht wie eine Prostituierte anziehe und mich nicht übertrieben sexuell benehme, wie die meisten jungen Frauen. Ergreife endlich etwas Verantwortung. Zerlegen wir diesen Tweet also auch in einen Dreisatz, also nach Prämisse, Aussage und Ableitung. Erstens Prämisse. Aufreizend angezogene Frauen werden vergewaltigt. Zweitens Aussage. Ich ziehe mich nicht aufreizend an. Drittens Ableitung, also kann ich nicht vergewaltigt werden. Dass das Blödsinn ist, werden sich die meisten denken. Das hier ist eine recht stereotype, banale Fantasie im Sinne von
die aufreizende Teenie-Schlampe, die es wohl irgendwie herausgefordert hat und letztendlich das bekam, was sie verdient. Eine typische Denkweise der rechtskonservativen Sphäre. Doch Untersuchungen zeigen, dass ein solches Szenario nur einen Bruchteil der kriminalistisch ausgewerteten Fälle darstellt. Vielmehr finden solche Straftaten in Kreisen statt, wo die betreffenden Menschen sich schon länger kennen oder sogar miteinander verwandt sind. Sehr häufig sind starke Betäubungsmittel im Spiel und extrem häufig sucht man sich im Gegenteil ein sehr unbedarftes Opfer, irgendein Landei eben, das mit den Belangen des Lebens unerfahren ist. Da ist also keine Spur von aufreizendem Verhalten. Die Kleidung der Frau oder des Mädchens spielt dabei absolut keine Rolle. Und das ist nur die oberste Zwiebelschale. Sprechen wir mal davon, dass es von einer rein philosophischen Warte immer etwas schwer ist, die Haltung zu vertreten, dass die Vergewaltigung mit einer Art Naturgewalt gleichzusetzen ist und damit als normalisiert gilt. Und gegen diese Naturgewalt muss Frau sich eben schützen, zum Beispiel durch reizlose, hoch zugeknöpfte Kleidung, so wie sich der Arbeiter auf einem Fischtrawler mit einem Ölzeuganzug gegen den kalten Atlantik schützt. Während die Existenz eines Sexualtäters geradezu als etwas Unvermeidbares dargestellt wird. Sozusagen eine männliche Realität, die man einfach in Kauf nehmen muss. Eine andere Frau mit dem Nicknamen Lau hatte auf den betreffenden Tweet gefolgt geantwortet. Ich wurde mit 7 Jahren vergewaltigt, als ich noch gar keine Idee hatte, was Sex ist und als ich einen Overall und langes Hemd getragen habe. Vielleicht solltest du diesen Scheiß wieder löschen. Guter Ratschlag. Nun ist es aber so, dass Ilyena Sunhair ihren Non Sequitur vermutlich aus waschechtem Unwissen heraus platziert hatte, ohne den eigenen Logikfehler zu sehen. Doch das ist nicht die Regel. Non-Sequiturs werden inzwischen bewusst und in absoluter Kenntnis ihrer fehlerhaften Logik eingesetzt, vermutlich in der Annahme, dass die Menschen dumm genug sind, um ihnen auf den Leim zu gehen. Hier ist ein Beispiel für einen Non-Sequitur, der ganz demagogisch und bewusst eingesetzt wird. Studien belegen, dass Cannabis zu Psychosen führen kann. Das ist ein durchaus relevantes wissenschaftliches Ergebnis, das ich auf jeden Fall auf dieselbe Stufe mit anderen Erkenntnissen stellen würde, wie zum Beispiel, dass nicht alle Lebensmittel, auf denen Bio draufsteht, auch wirklich umweltschonend hergestellt wurden. Doch die daraus bezogene Behauptung steht da schon auf viel wackeligeren Füßen. Wenn wir unseren bewährten Dreisatz darauf anwenden, kommt dieser Klamauk dabei heraus. Erstens die Prämisse: Cannabis führt zu Psychosen. Zweitens die Aussage: Ich rauche kein Cannabis. Drittens die Ableitung: Also kann ich keine Psychosen kriegen. Auch hier wird jeder Laie gleich den Trugschluss erkennen. Die korrekte Feststellung müsste zumindest lauten: Cannabis kann manchmal bei einzelnen Individuen zu Psychosen führen. Man hat aber auch festgestellt, dass während einer Autofahrt wechselnde Lichtreflexe einer vorbeirasenden Baumallee bei Epileptikern Anfälle auslösen können und niemand läuft herum und versucht, Epileptiker davon abzuhalten, ins Auto zu steigen. Doch das Problem besteht nicht so sehr darin, ob man nun Wörter wie kann manchmal benutzt oder sie weglässt. Denn am Ende spielt es keine so große Rolle. Denn auch jene Legalisierungskritiker, die korrekt schreiben, es kann zu Psychosen führen, verhalten sich in ihren Schlussfolgerungen so, als ob dies ein gesicherter Ausgang eines solchen Konsums wäre. Doch das ist nicht das, was die zitierten Studien zum Ausdruck bringen wollten. Hier erleben wir also ein starkes Politisieren eines Sachverhalts jenseits der naturwissenschaftlichen Aussage. Hier wird in gewohnt schmutziger Manier die mikroskopische Untergruppe, Leute, die durch Cannabiskonsum Psychosen erlangt haben, gleichgesetzt mit der millionenfach größeren Gruppe Leute, die Cannabis konsumiert haben oder konsumieren und niemals Psychosen erlangten. Dass das nicht angeht, versteht vermutlich jeder, der es zumindest verstehen will. Und doch endet jede Debatte immer in dieser Sackgasse. Die Psychosekarte wird fast jedes einzelne Mal gezogen. Es gibt Leute, die haben eine Psychose von unserem Schulwesen. Doch vergessen wir nicht, die meisten Psychosen verdanken wir unseren Eltern. Wann werden die endlich illegal gemacht? Und ich will das Problem selbst nicht trivialisieren. Wenn ein Rauschgift bei einzelnen anfälligen Individuen zu Psychosen führen kann, dann müssen wir uns damit beschäftigen, wie wir das vermeiden können und wie wir solchen Leuten helfen. Aber sollten wir im gleichen Atemzug die 99,999% jener bestrafen, die keine Psychosen kriegen werden? Hallo? Logik? Doch ungeachtet dessen, ob man nun pro oder contra Cannabis ist, denn das tut an dieser Stelle so gar nichts zur Sache. Hier geht es darum, dass hier ein gravierender logischer Fehler besteht und dieser recht schamlos eingesetzt wird. Häufig von Leuten, die gerne in Anzügen vor Kameras treten
und eigentlich zu intelligent sind, um einen solchen Trugschluss zu ihrer Munition zu zählen. Verharmlosung muss nicht sein, doch das entbindet uns nicht von der Verpflichtung, die Dinge in einem richtigen Kontext zu sehen. Wenn wir zum Beispiel 300 Gramm Salz zu uns nehmen, werden wir sterben. Der Organismus kann das nicht verarbeiten und wird kollabieren. Der Blutdruck wird durch die Decke gehen und wir werden in furchtbaren Zuckungen verenden. Der Toxikologiewert LD50 für Salz besteht bei ca. 3 Gramm pro Kilogramm des eigenen Körpergewichts. Ohnehin sterben weltweit über 2 Millionen Menschen jährlich an zu viel Salz. Dann aber nicht in einer akuten Überdosierung, sondern durch eine sukzessive Zufuhr über mehrere Jahre. Wir nennen das ungesunde Ernährung. Vielleicht wäre es an der Zeit, das Speisesalz zu verbieten und dafür mit einem schönen, dümmlichen Non Sequitur Werbung zu machen. Als nächstes das Dammbruchargument. Auf Englisch nennt man es auch Slippery Slope Argument. Hierbei wird eine viel zu lange Ursache-Wirkung-Kausalität aufgebaut, um auf diese Weise zu einem potenziellen Resultat zu kommen, das den eigenen Standpunkt belegt. Hierbei wird ignoriert, dass diese Kausalitätenkette so viele bewegliche Teile besitzt, dass absolut niemand garantieren kann, dass es auch wirklich zu diesem Resultat kommt. Im Internet habe ich dieses amüsante Beispiel für ein Dammbruchargument gefunden. Ein Kind sagt zu seinen Eltern: "Aber ihr müsst mich heute Abend auf die Party gehen lassen. Wenn ich nicht auf die Party gehe, werde ich vor meinen Freunden als ein totaler Loser dastehen. Ich werde vereinsamt und arbeitslos bei euch wohnen, bis ich 30 bin." Das ist natürlich etwas amüsant und könnte aus einer typischen amerikanischen Sitcom stammen. Aber wir erleben das durchaus auch auf einer sehr ernsthaften Ebene, zum Beispiel bei dem hochkomplexen Krieg in Syrien. Hier wird gerne mal ein Dammbruchargument ausgepackt, der meistens irgendwo bei Putin endet. Hier wird oft die Waffenproliferation der Region rechtfertigt, indem man sagt, wenn wir die Rebellen unterstützen, verhindern wir, dass der Diktator Assad alle Handlungsfreiheiten hat und unterbinden damit auch die Ausweitung der Einflusssphäre durch Putin. So verhindern wir den Versuch einer regionalen Dominanz seitens der Russen, die nicht zu unterschätzen ist, denn sie könnte schließlich eines Tages zu einer globalen Dominanz werden. Und ihr wollt doch nicht eine Welt, die von den Russen diktiert wird. Ich überzeichne hier die Wortwahl. Die betreffenden Sprecher und Waffenlobbyisten und NATO-Influencer sind hierbei oft deutlich subtiler. Aber ihr versteht, was ich meine. Das gesamte Argument ist natürlich kompletter Schwachsinn. Denn bei dem extrem hohen Grad an Komplexität und Volatilität können die meisten kaum vorhersagen, was in Syrien in 3 Wochen passiert. Geschweige denn, eine Weltdominanz der Russen zu antizipieren. Gar nicht zu sprechen davon, dass wir in letzter Zeit dazu neigen, von Rebellen zu sprechen, obwohl es sich um salafistische und dschihadistische Terroristen handelt, da diese Leute aber gerade etwas tun, was uns gegenwärtig ein wenig gefällt, sprich gegen Assad kämpfen, ändern wir ganz schnell die Wortwahl, doch das nur am Rande. Ich möchte noch kurz bei einer Art Non Sequitur bleiben und eine etwas exotische Variante anbringen, die sogenannte Konfabulation. Das ist ein etwas ungewöhnlicher Diskussionstrick, der darin besteht, dass man etwas in den Raum stellt, das weder beweisbar noch widerlegbar ist und lediglich die Grundannahme verstärkt. Dies geschieht in einer Weise, die mich eigentlich dazu zwingen würde, mein Gegenüber zum Beispiel als einen Lügner zu bezeichnen, was aber gleichzeitig eine starke Ad hominem-Attacke wäre und letztendlich auch nur eine unbeweisbare Behauptung. Es ist also ein echter Gesprächsstopper, der aber dem Ausführenden das falsche Gefühl gibt, ein Sieger der Debatte zu sein. Wenn ich also ein Gespräch mit jemand führe, bei dem es um Metaphysik oder sagen wir mal Esoterik geht, kann mein Gegenüber jederzeit sagen: "Ja, aber ich habe schon sehr oft Engel gesehen. Sie besuchen mich auch manchmal und sprechen mit mir." Das ist auch eine Art Non Sequitur, der im Grunde jeglichen Diskurs vollständig zum Stillstand bringt. Außer ich bin wirklich ein derber Hund und argumentiere damit, dass mein Gegenüber sich den Kopf untersuchen lassen sollte. Doch damit hätte ich die eigentliche Gesprächskultur zerstört und bliebe damit irgendwie der Schuldige und der Verlierer des Gesprächs. Denn mein Gegenüber kann sich dann als verletztes Opfer stilisieren, auf seinem Standpunkt oder ihrem Standpunkt beharren und sagen: "Ich kann nichts dafür, dass es dir nie passiert ist, dass du es nicht verstehen kannst." Auch eine solche Konfabulation ließe sich in einem Non-Sequitur-Dreisatz prüfen. Erstens die Prämisse: "Mein Glaube ist so stark, dass ich sogar Engel sehen kann." Zweitens Aussage: "Du hast keine Engel gesehen." Drittens die Ableitung: "Dein Glaube ist nicht stark genug."
Nun kann es natürlich sein, dass diese Person wirklich Engel gesehen hat oder ein Einhorn. Wir könnten in der Tat in einem Universum leben, in dem diese Dinge möglich sind und nur ignorante Klugscheißer wie ich können sie nicht sehen, weil sie dafür nicht empfänglich sind, weil ich glaubensschwach bin. Das ist oft auch das Argument von Dschihadisten und Selbstmordattentätern. Ihr könnt mich nicht verstehen, weil ihr meine Religion nicht versteht, weil euer Glaube zu schwach ist. Es ist auch das Argument von Teenagern, die sich von ihren Eltern unverstanden fühlen. In einer solchen Gesprächssituation, in der plötzlich Engel als Argument hervorgezaubert werden, müsste man erstmal, ganz nach Occams Rasiermesser, die deutlich wahrscheinlicheren Optionen aus dem Feld räumen. Die Möglichkeit, dass die Person kaltblütig lügt, oder die Möglichkeit, dass die Person Dinge sieht, die nicht da sind, und die Möglichkeit, dass die Person tatsächlich irgendwelche Dinge sieht, doch sie aus ihrem Gedächtnis heraus zunehmend für sich modifiziert und neu interpretiert. Das menschliche Gehirn ist zu solchen Prozessen durchaus fähig. Doch das passiert nur selten, weil die restlichen Menschen am Gesprächstisch in so einer Situation eher ein gewisses Dekorum einhalten. Die Gesprächsteilnehmer hatten sich schließlich nicht deshalb hingesetzt, um über die psychische Verfassung eines einzelnen Beteiligten zu sprechen. Somit wird sich das Dekorum vermutlich durchsetzen und die meisten werden sich auf die Unterlippe beißen und schweigen. Daraus bezieht natürlich die Person, die angeblich Engel sieht, allerdings den Schluss, dass sie in der Diskussion siegreich hervorgegangen ist. Eine seltsame Selbsttäuschung. Ähnlich funktioniert das Argumentum ad misericordiam, auf Deutsch das Appellieren auf Mitgefühl. Und das kann verwendet werden, um einen anderen Trugschluss zu kaschieren, indem man eine Situation erschafft, bei der sich niemand so recht traut, etwas zu sagen. Hier ist mal ein Beispiel. Ich habe vor vielen Jahren, vermutlich in den 90ern, und ich glaube, es war im Bayerischen Rundfunk, so eine Art Open-Mic-Debatte zum Thema Cannabis-Legalisierung gesehen. Da konnte jeder das Mikrofon ergreifen und seinen Senf dazu sagen. Und die Veranstalter hatten einen Herrn eingeladen, der dann mit bewegter Stimme erzählt hatte, wie sein Sohn gekifft hatte und dann in die Drogenszene abrutschte, härtere Sachen nahm und schließlich starb. Das war absolut traurig zu hören. Aber mal ehrlich, den meisten Zuschauern wird klar gewesen sein, dass das ein so exotisches Szenario ist angesichts der globalen Menschenmassen, die diese Droge konsumieren, ohne auch nur ansatzweise Interesse an Heroin zu zeigen. Doch niemand hätte es gewagt, die Hand zu heben und zu sagen, also das ist jetzt ein wenig anekdotenhaft. So jemand hätte natürlich wie ein Monster ausgesehen. So haben sie alle betreten geschwiegen. Da gilt es natürlich, Dekorum zu wahren, aber von der Gegenseite der Diskussion, welche durch diesen betroffenen Vater dieses Argumentum ad misericordiam vorgetragen hat, wird diese Art von Zurückhaltung nicht belohnt. Sie verbuchen es als einen Gewinnpunkt für sich selbst. Und möglicherweise wird ein solches Argumentum auch mit der Absicht vorgetragen, die Gegner aus der Reserve zu locken. Vielleicht beißt ja jemand an und sieht dabei wie ein herzloses Monster aus. Dann können wir den fünften Gang einlegen und uns so richtig empören. Dabei war die gesamte Argumentation auf einem eigenen Trugschluss aufgebaut, dass der junge Mann sozusagen indirekt an Cannabis gestorben sei, was Unfug ist. Das war ein starkes Beispiel für ein rückwirkendes Slippery Slope Argument, über das wir vorhin schon gesprochen haben. Und da den argumentativen Angreifern bewusst war, dass ihr Beispiel logische Mängel hatte, wird es in diese zweite Hülle des Argumentum ad misericordiam verpackt. Und niemand hätte die Hand gehoben und gesagt, ja Moment mal, wenn auf diesem Planeten gar kein Hanf existieren würde, wäre ihr Sohn vermutlich auch tot, da er einfach mit etwas anderem angefangen hätte, mit Alkohol oder Swedish Snooze oder irgendwelchen Pillen. Wir alle lernen früher oder später eine Person kennen, die diesen krankhaften Drang hat, links und rechts alles einzuschmeißen, das nach Droge aussieht. Das ist aber ein anderer Trugschluss, den ich noch später beschreiben werde und den ich als den monokausalen Reduktionismus bezeichne. Bei einem System oder bei einem Problem, das aus vielen beweglichen Teilen besteht, kann man oft nicht einfach nur einen Punkt herauspicken und meinen, das ist das Hauptproblem. Wenn wir diese Komponente entfernen, wird alles gut. Das kann manchmal stimmen, wer sich ungesund ernährt und die Komponente Zucker entfernt, hat einen großen Schritt in die richtige Richtung getan. Allerdings nützt es nicht dabei, den eigenen Fressdrang mit umso mehr fetthaltigem Essen zu kompensieren. Somit, das Vortragen von Argumentum ad misericordiam ist für die gegnerische Seite eine Lose-Lose-Situation. Der Schaden ist nur etwas geringer, wenn sie sich auf die Zunge beißen und darauf besser nichts sagen. Kommen wir nun zu dem nächsten Trugschluss oder Trick innerhalb dieser Kategorie. Und das ist ein echter Klassiker der Logik.
Cum hoc ergo propter hoc. Cum hoc ergo propter hoc klingt sehr gescheit und sehr akademisch, aber eigentlich ist das einer der häufigsten Denkfehler, die man in Diskussionen und Online-Reaktionen vorfindet. Der Satz bedeutet auf Deutsch mit diesem folglich deswegen, was natürlich nur selten stimmt. Nur weil zwei Dinge nebeneinander vorkommen, bedeutet nicht, dass sie zueinander kausal stehen. Die krasse und offenkundige Vertauschung von Korrelationen und Kausalitäten ist etwas, womit man dem Laien gut Wind aus den Segeln nehmen kann, um sich anschließend als der Sieger einer Debatte zu präsentieren. Dass es sich hierbei lediglich um eine Art Hütchentrick gehandelt hat, wird von vielen übersehen. Klassisches Beispiel ist die immer wieder aufkochende Debatte um den Einfluss der Computerspiele auf Jugendliche und die verstärkende Rolle solcher Spiele bei Amokläufern. Ein Jugendlicher besorgt sich also eine Schusswaffe, tötet seine Mitschüler und anschließend sich selbst. Die Polizei geht später in sein Kinderzimmer, findet CDs von Rammstein und Ego-Shooter-Ballerspiele. Es wird sich immer der typische dumpfbackige Politiker finden, vorzugsweise aus einer Partei, die Christus als ihren Kronzeugen heraufbeschwört, der daraus versucht, Kapital zu schlagen und die Unterscheidung zwischen einer Korrelation und einer Kausalität vollständig aufhebt. Und das haben wir schon oft gesehen. Die Computerspiele haben den Jungen zu einem Mörder gemacht. Rammstein hat ihn zu einem Mörder gemacht. Früher, bevor die Computerspiele in den 90ern aufkamen, wurden Horrorfilme gerne mal als die Ursache von Massenmord identifiziert. Die unbewiesenen Behauptungen blieben dabei dieselben. In den 40ern und 50ern gab es auch eine verstärkte Tendenz, Cannabis für Gewaltexzesse verantwortlich zu machen. Stichwort Reefer Madness. Es gibt aber auch Millionen Menschen, die Rammstein hören, Horrorfilme schauen und Ballerspiele spielen und keiner von ihnen würde zu einem Amokläufer im Klassenzimmer. Sehr häufig wird der logische Trugschluss des cum hoc ergo propter hoc dann erhoben, wenn der besagte Politiker oder die besagte öffentliche Person eine eigene Agenda hat und zum Beispiel davon ablenken möchte, dass der hypothetische Amokläufer aus einem sozialen Umfeld stammte, wo sie seit Jahren beide Eltern kaum noch mit dem Kind unterhalten oder beschäftigt haben, weil sie beide zwei Jobs fahren und meistens nur erschöpft abends aufs Sofa fallen, um ihre Ruhe brauchen. Und auch das ist nun kein Beweis einer Kausalität, sondern nur eine weitere Idee, die ich da in den Raum werfe. Doch es zeigt, dass die Suche nach der Ursache eines solchen Massenmordes möglicherweise viel komplexere Zusammenhänge aufdeckt und eine viel detailliertere Untersuchung der vorhandenen Umstände voraussetzt. Das ist dann aber nicht so nützlich für eine feurige Rede im Bierzelt vor der christlich-konservativen Wählerschaft. Die wollen alle nur hören, dass es die Ballerspiele waren, dass es die Drogen waren. Denn sonst müsste man vielleicht über höhere Sozialzulagen für Eltern aus der Unterschicht sprechen. Oder über das bedingungslose Grundeinkommen. Damit ist heute kein Blumentopf zu gewinnen, gemessen daran, dass die Verfehlungen der Gesellschaft so gerne politisch auf die Unterschicht abgewälzt werden und der Mythos des Sozialschmarotzers, der den ganzen Staat in die Schieflage bringt, sich wachsender Beliebtheit erfreut. Das ist die größte Schweinerei des neoliberalen Denksystems. Die Vorstellung, dass ausgerechnet jene, die die geringste Macht besitzen innerhalb einer Gesellschaft, für ihre größten Verluste verantwortlich sein sollen und damit die größte Gefahr darstellen. Am Ende ist ein solcher medialer Umgang mit einem jugendlichen Amokläufer eine unverschämte Nebelgranate, mit deren Hilfe man sich erneut darum drückt, über die deutschen Billionen in Panama City zu sprechen. Der nächste Trugschluss dieser Kategorie ist ebenfalls ein echter Gassenhauer und eigentlich so einleuchtend, dass man sich fast wundert, dass es das immer noch gibt. Doch das tut es. Die Rede ist von dem Zirkelschluss. Lateinisch Circulus in Demonstrando, auf Englisch Circular Reasoning. Die Logiker nennen es auf Lateinisch auch den Circulus Vitiosus, den fehlerhaften Kreis. Das Prinzip ist recht klar. Man kann nicht ein Ding aus sich selbst begründen, indem man einfach die Wortwahl verändert. Die Religion basiert teilweise auf Zirkelschlüssen. Das gilt insbesondere für monotheistische Religionen wie Christentum oder auch den Islam. Wenn man sagt, die Bibel ist das Wort Gottes, denn es ist durch Gott eingegeben worden, was letztendlich eine Sprachformel ist, die auf die Bibel genauso wie auf den Koran angewendet werden kann, so ist das natürlich ein Zirkelschluss, der mit Logik wenig zu tun hat. Doch mit Logik haben Religionen ohnehin nicht so viel am Hut. Das sind also sehr oft tautologische Aussagen, die wenig weiterführen und jeglichem Zweifel den Riegel vorschieben. Und das überrascht nicht, denn der Zweifel ist letztendlich eine luziferische Eigenschaft. Aber auch auf einer rein logischen Ebene sind Zirkelschlüsse wenig hilfreich. Der Satz, sie ist schwanger, weil sie Sex hatte, hat keine besonders große Aussagekraft.
Nun darf man nicht denken, dass solche Zirkelschlüsse nur in den manchmal etwas absurden Gefilden der Religion bestehen. Man muss sich nur ansehen, was die Drogenbeauftragte der Bundesrepublik Deutschland, Marlene Mortler, natürlich von der CSU, in einem Interview vom Januar 2015 in der Apothekenumschau gesagt hat, als sie mitten im Gespräch gefragt wurde, Cannabis ist aber verboten und da glaubt man an den Erfolg, und ihre Antwort war, Cannabis ist eine illegale Droge. Die Frage ist etwas unbeholfen formuliert, aber die Antwort läuft auf den wundersamen Zirkelschluss hinaus. Cannabis ist illegal, weil es verboten ist, und es ist verboten, weil es illegal ist. Das sind natürlich metareligiöse Aspekte, die da in eine säkulare Welt hindurchsickern. Dieses Beispiel könnte man auch als einen Ausrutscher deuten, doch die landesweit sehr unbeliebte Frau Mortler ist für solche Formulierungen berühmt und stellt ihre ausschließliche Rolle als eine Art klaffender Kerberos an der Pforte zur Dekriminalisierung ständig unter Beweis. So, das war's erstmal. Ich habe für dieses kleine Projekt insgesamt 21 Trugschlüsse und schmutzige Diskussionstricks zusammengetragen, und das ist eindeutig viel zu viel für ein einzelnes Video, außer man würde möchten, dass das dann 2,5 Stunden dauert. Darum, wieder einmal, muss ich es in einzelne Teile spalten. Das hier war sozusagen das erste Viertel. Dennoch würde mich ja interessieren, ob euch in letzter Zeit auch interessante Trugschlüsse oder schmutzige Diskussionstricks über den Weg gelaufen sind, die auf die bereits hier genannten irgendwie einzahlen, also zum Beispiel cum hoc ergo propter hoc oder non sequitur und so weiter. Wenn ja, schreibt es einfach mal in das Kommentarfeld unten, vorzugsweise ohne einen Trugschluss mit einzubauen. Das ist gar nicht so einfach, weiß ich aus eigener Erfahrung. Also, bis zum nächsten Mal. Lasst euch nicht polarisieren.